gegen Europa und Rückspiel in Istanbul werden nicht zusammengerechnet, also quasi addiert und dann kommt ein Gesamtsieger heraus, sondern es wird einen Einzelsieger geben in Istanbul, genauso wie Asien quasi dann zum Sieger von Peking. Hätten die Asiaten die Nase vorn. Das also zu den Ausgangsvoraussetzungen. Fachleuten und dieses kleine Bäuchlein, das schleppt er schon seit übrigens und nicht gegen irgendjemanden. Aber Timo Boll scheint in diesem ersten Satz genau zum richtigen Moment zurückzukommen. Hat ein bisschen das Glück erst. Wie gesagt, dann ein paar aus seiner Sicht recht glückliche Punktgewinne und plötzlich Penholder, Rückhand Topspin Experten aus dem chinesischen Team, der am schwersten zu spielende Topathlet aus dem Reich der Mitte ist. Bei Wang Hao gerissen, mal schauen, ob er ihn wiederfindet. Mit ein. Nicht chancenlos. Ja, gut. Ein bisschen den Papst in der Tasche, von daher. Platt gesagt, den Ball erstmal auf dem Tisch zu halten. Hochkarätige Ballwechsel gewinnen wie den gerade. Chang Kong Hua ist sicherlich auch ein bisschen überrascht, wie das hier läuft. Zuschauer telefonieren dieses überraschende Zwischenergebnis auch schon mal raus. Und Boll macht da weiter, wo er in den ersten beiden Sätzen aufgehört hat. Weniger. Chang Kong Hua hat noch die Auszeit für Wang Hao. Gestern gegen Samsonov hat es soeben gereicht, auch wenn es ein 3:1 war. Es war ein verdammt knappes 3:1. Als gestern der Weißrusse. Er nützt die Chance voll. Vergleich dazu gar nicht über. Und Sekunden oder Minuten. So klar hat er noch nie gegen Wang Hao gewonnen. Es ist ja dann erst sowieso sein vierter Sieg. Ein erstaunlich glatter. Jetzt weiter mutig bleibt im Rückschlag. Ihm Wang Hao diese Möglichkeiten bietet. Da gehören diesen heute einfach nicht seiner normalen Spiel. Gegen Wang Hao, aber das Boll den Chinesen.